Hallöle! Ich habe mir überlegt, ich mache heute mal ein Video über eine Thematik, zu der ich ganz, ganz oft immer wieder angeschrieben worden bin. Und zwar zu der Zeit, wo es wirklich fast nur um die Wildtierfotografie geht. Viele haben es ja mitbekommen, dass wir letztes Jahr, der Markus und ich, die Brunft des Dammwilds wirklich begleitet haben. Und natürlich, wenn man die Bilder von uns sieht und sieht uns da so in Tarnklamotten bis hin zum wandelnden Busch, dann ist das natürlich so Rambo-Style und ja, das ist cool und sowas. Und ganz ehrlich, das hat damit so gar nichts zu tun. Wir brauchen die Tarnung, um zu den Ergebnissen zu kommen. Und da geht es auch nicht darum, vor anderen Menschen irgendwie jetzt einen Affen zu machen und hier, hier durch den Wald, Tarnanzug, Action, sau cool. Und ja, wir schießen ja auch scharf hoffentlich manchmal. Aber ernsthaft, wir haben ja einen Grund, warum wir da rausgehen und wir verfolgen ja einen Zweck. Und wenn man jetzt natürlich denkt, im Tarnanzug, hinter den Hirschen her und sowas, wer so denkt, der hat ernsthaft ein Problem, weil, und das wissen viele nicht, das Nachstellen, also wenn ich einem Tier nachstelle, ist es nach dem deutschen Gesetz so, kann mir das und wird mir wohl auch als Wilderei ausgelegt werden. Ich muss das Tier nicht töten. Allein, dass ich dem Tier nachstelle, reicht aus, um im Falle eines Falles mir richtig Probleme zu bereiten. Heißt also, um der Wildtierfotografie nachzugehen, kann ich nicht einfach in den Wald rennen, hier, Alarm, Alarm, Tarnanzug, und wenn ich was sehe, dann renne ich hinterher und papapap. Das wird mit 200%iger Sicherheit scheitern, sondern die Thematik ist, ich muss erstmal rausfinden, wo sind die Tiere? Wo halten sie sich auf, zu welchen Zeiten? Und wo müsste ich sein, um zu der Zeitpunkt des Tages mit dem Licht so und so Bilder machen zu können? Und dann ist der Job eigentlich, dort zu sein, bevor die Tiere kommen. Weil wenn ich dort liege und die Tiere kommen, habe ich dem Tier nicht nachgestellt. Aber die Tiere sind alles andere wie blöd. Und jetzt kommt noch ein ganz entscheidender Faktor. Wir Menschen sehen nur das, wie wir sehen. Und ein Tier hat eine ganz andere Art der Wahrnehmung. Wenn wir von Tarnung sprechen, denkt man normalerweise so erst Bundeswehr, Tarn und hier Mega-Camo, weiß der Geier. Und im Bereich der Jagd oder eben der Wildtierfotografie wird die Tarnung viel, viel, ja, viel, viel subtiler eigentlich, weil wir uns ja so in die Natur einfügen müssen und immer noch berücksichtigen müssen, wie sehen uns die Tiere. Wir sehen uns nur mit unseren Augen, aber ich verspreche, die Tiere haben eine ganz andere Wahrnehmung. Wenn ich jemand im Wald verstecke, und man kennt es aus den Filmen, wenn so der Hardcore-Rambo sich die Farbe nimmt und ins Gesicht macht, hilft es für uns Menschen definitiv schon, eine gewisse Art von Tarnung fürs menschliche Auge darüber zu bringen. Ein Tier wird sich im Normalfall drüber kaputt lachen. Ich habe so viele Fotografen beobachtet, ich muss es aber dazu sagen, klar, wir haben auch die Erfahrung zwischenzeitlich, aber ich habe so viele Fotografen gesehen, die mit Tarnklamotten, auch guten Tarnklamotten, Real Tree, Busch und so weiter, irgendwo sich hinlegen und sich wundern, warum nichts passiert. Und das Krasse ist, Gesicht nicht bedeckt, Hände nicht bedeckt. Was für uns normal ist, die Hände irgendwo zu sehen und so weiter, ist das, wenn ein Reh eine Hand sieht oder die Fläche der Haut im Gesicht, erscheint es bei denen fast wie eine schneeweiße Fläche. Das heißt, wenn jetzt die körperliche Struktur durch so einen 3D-Tarnanzug unterbrochen wird, aber das Gesicht frei ist und ich eben nicht diese Haube auf habe, die einfach alles verdeckt, dann kann ich mich noch so in die Tarnung legen, da wird der Erfolg einfach mal ausbleiben. Und dieses, was ich eben gesagt habe, dieses Bundeswehr-Tarn, man hat es vielleicht, wenn sich jemand damit auseinandergesetzt hat, gesehen, früher gab es dieses Wischiwaschi, braun-grün gefleckte Muster. Auf einmal sah man dann auch dieses, gerade in den USA, dieses Sandstorm, Desert Storm, sandfarbene Tarnmuster. Dann gab es das Digital Camo, also mehr quadratisch. Und es ist einfach so, diese Tarnung, die immer und immer weiter entwickelt wird, basiert auf das, was das menschliche Auge angeht. Wenn es aber um die Tiere geht, müssen ganz andere Faktoren erfüllt werden. Und es geht heutzutage schon in die Richtung, dass es Stoffe gibt,
die im Infrarotbereich agieren. Das heißt, wir haben für die Augen haben wir das sichtbare Umfeld mit eben diesen typischen Tarnmustern. Aber es werden noch andere Faktoren auf einmal in der Tarnung berücksichtigt. Und das finde ich natürlich unheimlich spannend. Ich zeige gerade mal ganz kurz. Ich habe hier einen ganz normalen Handschuh. Und wenn man mal guckt, ist der da hinten, das ist dieses 3D-Tarn. Und das Tolle ist, wenn ich den jetzt an meiner Hand habe. Und ich finde es wirklich, also die Leute, die das entwickeln, die haben das ganz toll gemacht. Ich habe hier innen drin ganz viele Silikonnoppen, um einen guten Grip zu haben, wenn ich die Kamera in der Hand habe. Und jetzt kommt das Eigentliche. Wenn ich im Anschlag bin, habe meine Hand an der Kamera und bewege mich jetzt im Bereich von Fahnen, Gräsern, irgendwas, habe dieses 3D, also diese aufgenähten Blätter, überall, füge mich in die Landschaft ein und der Wind weht. Die Gräser bewegen sich leicht, der Farn bewegt sich leicht, dann bewegt sich das alles komplett schön mit. Und damit wird es für ein Tier fast unmöglich, mich wahrzunehmen. Die Tiere wittern uns, definitiv, die haben nicht nur Augen, die wittern uns, die wissen, dass wir da sind. Aber mit das Wichtigste ist, dass sie nichts sehen, dass wir da sind. Also ist diese sichtbare Tarnung das A und O. Ich habe diese Geschichte hier angesprochen, ich zeige es gerade mal. Ich will ja keine Werbung für den Hersteller machen, darum geht es überhaupt nicht. Ich möchte mal das Muster zeigen. Na, ich gehe mal auf die Webseite, haben wir es einfacher. Das ist das sogenannte Real Tree. Und es gibt es in verschiedenen Varianten. Die ich jetzt gerade in der Hand habe, gehört mit zu meinen Liebsten, weil das eigentlich die Waldumgebung zeigt, in der ich oft unterwegs bin. Jetzt gibt es aber auch noch zum Beispiel, Moment, ob ich das irgendwo gerade greifbar habe. Ne, Schilf habe ich jetzt gerade nicht. Heieiei. Kann sein, dass das noch in der Wäsche ist. Egal. Es gibt noch so ein Schilfkamo zum Beispiel. Winterkamo, ultimativ. Ich bin einmal mit der Wintertarnung raus. Da ging es aber wirklich mehr darum, auch so ein bisschen Späßchen zu erlauben. Weil in der Wintertarnung ist es wirklich so, du kannst dich an einen Baum stellen, die Beine überkreuzen, so angelehnt. Es laufen Fußgänger vorbei. Voraussetzt, ich habe auch die Haube auf und so weiter. Es laufen Fußgänger direkt an dir vorbei. Die nehmen es nicht wahr, wenn du dich nicht bewegst. Finde ich ultimativ spannend. Bei den Hosen auch eine Thematik. Natürlich reagieren die Tiere auf Geräusche. Jetzt ist aber so, ich habe Leute schon durch den Wald schleichen gesehen. Ja, beim Laufen, es darf nichts irgendwie knacksen unter den Füßen. Totaler Bullshit. Natürlich darf es unter den Füßen knacksen, ich darf auf Steine treten, ich darf auf Äste treten, weil wenn Tiere durch den Wald marschieren, knackst genauso. Also das ist der schlechteste Indikator. Es geht aber um was ganz anderes. Nur mal als Beispiel. Ich nehme jetzt gleich mal ein mega krasses Beispiel. Ich habe hier eine Hose, auch wieder, wie man sieht, Real Tree. Und jetzt, wo ich schon mit der Hand drüber fahre, hört man es vielleicht. Das ist eine wasserfeste Hose. Geräusche von sich. Ich schreibe einfach mal. Hört man, ne? Wenn ich natürlich im Regen draußen unterwegs bin oder ich die Hose als Überhose über eine lautlose Hose drüber ziehe, dann ist das okay. Wir haben das Prasseln vom Regen. Der sollte normalerweise die Lautstärke von dieser Hose übertönen. Aber ich habe hier eine Hose. Da reibe ich jetzt auch mal. Wie ihr jetzt hört, hört ihr wahrscheinlich nicht viel. Und das ist eine unheimlich klasse Sache. Man kennt es vom Laufen, jetzt nicht unbedingt mit Jeanshosen oder außer es sind schlapprige Jeanshosen, aber es kann passieren, dass du beim Laufen so ein Schleifgeräusch erzeugst. Hast du mit denen nicht. Und wenn du in der Lage bist, laufen zu lernen, wie man sich im Wald so bewegt, kann man, wenn man es drauf anlegt, wie gesagt, muss man nicht, kann man sich trotz Stiefeln und allem so gut wie lautlos durch den Wald bewegen. Das ist natürlich eine ultra spannende Geschichte. Gleiches gilt für die Jacken. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe hier eine, die finde ich ultimativ. Ganz, ganz weicher Stoff, auch relativ dünn für das, dass die ultimativ warm ist. Aber auch hier, fast unhörbar.
das finde ich natürlich sehr, sehr geil. Ich habe viele verschiedene Jacken, weil die Anforderungen an uns immer unterschiedlich sind. Und wer mich kennt, weiß, ich habe es nicht so mit Kälte. Und wenn wir rausgehen, ist es wirklich so, ich bin angezogen wie eine Zwiebel. Ich habe einen dicken, fetten Rucksack, in dem nicht nur viel Kameratechnik und so weiter drin ist, sondern halt auch Platz ist, um dann wirklich, wenn es heißt, jetzt wird mir wirklich mal warm, weil wir haben halt lange Zuwege und so weiter, da ich ausziehen kann. Ich bin angezogen wie eine Zwiebel. Ausziehen geht, wird es wieder kälter, dann wieder anziehen. Das Schlimmste, was es gibt, draus zu liegen, es ist klamm, es ist nass vielleicht, ist mit Kälte zu kämpfen, macht einfach keinen Spaß. Hat man die richtigen Klamotten an, habe sogar ich schon fertig gebracht, 6 Stunden nonstop, so gut wie regungslos, nur am Anschlag zu liegen. Und es geht auf. Ich habe schon alles Mögliche gehabt und alles Mögliche erlebt. Und gerade in der Anfangszeit, als ich dieses Wissen einfach noch nicht hatte, hatte ich ein Erlebnis, das hat mich so weggeflasht, weil am Anfang habe ich nicht auf die Klamotten gesetzt, sondern ich habe gesagt, ich gehe mit normalen Klamotten raus und werfe mir so einen Umhang um, so eine Art Zelt mit Guckloch und Ausschnitt fürs Objektiv und dann gehe ich dahin. Geht alles. Bringt aber in dem Moment nichts, wenn ich mich vielleicht aus dem Anschlag, den ich mir jetzt ausgesucht habe, rausbewegen muss. Und das war zu einer Zeit, als wir gerade so langsam reingekommen sind, zu verstehen, was da draußen eigentlich passiert, wie die Tiere reagieren und sowas. Und ich bin morgens um 4 alleine rausgetigert. Ich wusste also, ich habe eine Fläche, die dürfte so 3-4 Kilometer lang sein. Und irgendwo da müssen die Tiere den Weg kreuzen, wenn sie auf die andere Seite des Waldes wollen. Und ich wusste, es wird da irgendwas passieren. Nur ob das da ist, da oder da, das wusste ich eben nicht. Ich bin also gelaufen, habe mir am Rande der Lichtung einen Platz gesucht und habe dann was gefunden. Da waren so ein paar große Astteile, kleinere, dünnere Stämme und so. Und ich wusste mir nicht anders zu helfen, als zu sagen, ich räume mir das jetzt morgens, also wirklich so mit Stirnlampe und so, ich räume mir das jetzt zusammen, bastel mir da irgendwas und verschanze mich dahinter. Habe ich auch gemacht. Ich saß da und hatte, ja, da ist viel Bauchgefühl dabei. Also für mich war ganz klar, wenn da jetzt ein Hirsch kommt, dann kommt der von da. Und ich habe mich da hinten hingesetzt und ich wusste, wenn ich jetzt die Kamera in die Hand nehme, dann wird es mit dem Groß, das war damals ein 400 mm Objektiv, Blende 2,8, also so ein richtiger Trümmer. Und ich habe gewusst, wenn ich jetzt da drin sitze, ich habe die Kamera die ganze Zeit so, dann wird mir der Arm abfallen. Also was mache ich? Ich nehme die Kamera, stelle sie direkt vor mich auf den Boden und warte. Und war einfach, um auch meinen Kopf nicht dauernd zu drehen, einfach so richtig kerzengeradeaus fixiert. Sitze da im Anschlag drin, habe gewartet. Hat nicht so lange gedauert. Ich würde mal sagen, wenn ich es noch so richtig in Erinnerung habe, so eine gute halbe Stunde. Und ich war so fixiert auf den Bereich des Waldes auf der Seite, dass ich nicht gerafft habe, dass im Abstand von maximal 15 Meter direkt neben mir ein richtig ordentlicher Hirsch steht und mampft. Und ich denke so, scheiße. Jetzt war meine Angst, drehe ich den Kopf und der kriegt die Bewegung mit, haut er ab. Also da war ich völlig unerfahren, da hatte ich noch gar keinen Plan, wie ich mich jetzt richtig zu verhalten habe. Ich habe also aus den Augenwinkeln so beobachtet und habe gedacht, es bringt ja jetzt nichts. Also er ist da und ich bin wegen so einem Tier hierher gekommen. Ich muss den jetzt fotografieren. Nächste Angst, ja, ich muss erstmal die Kamera aufheben. Also muss ich mich ja nach unten bewegen, wieder hoch. Ich muss die Kamera zum Auge führen. Ich muss mich in seine Richtung drehen. Und habe gedacht, das kann nicht gut gehen. Ich habe die Kamera hochgeholt, ganz langsam, wirklich Zeitlupe, ganz langsam. Auf einmal geht der Kopf von ihm hoch. Ich Augenwinkel, geguckt und denke so, oh, er hat es gerafft, da ist was. Er hat mich straight fixiert. Er konnte aber die menschlichen Umrisse nicht wahrnehmen. Dass der mich wahrgenommen hat, das wissen wir alle, da machen wir keinen Hehl draus. Aber er konnte mich als Mensch nicht ausmachen, auch wenn ich dann auch vielleicht gerochen habe. Er ist dann wieder mit dem Kopf runter, hat weitergefressen. Kamera wieder langsam hochgeführt. Er langsam, völlig unhektisch, geht mit dem Kopf wieder hoch, guckt in meine Richtung, mampft wieder weiter. Jetzt kam der Moment, dass ich es wirklich geschafft habe, mich ganz langsam in seine Richtung zu drehen, habe die Kamera wirklich dann so vorm Auge gehabt. Jetzt habe ich es also geschafft, dass der Hirsch nicht flüchtet und habe die Kamera am Auge. Jetzt war meine Angst, was passiert, wenn ich einen Auslöser drücke. Entweder kriegt er einen Herzinfarkt, fällt mir jetzt total, fällt jetzt einfach tot um, oder er hört einmal Klack, haut mir sofort ab und wenn er dann am Wegrennen ist, brauche ich auch nicht mehr draufhalten, aber dann habe ich es mir verkackt. Also zwei Möglichkeiten. Ich beobachte den jetzt weiter beim Fressen, was ich für mich als Erlebnis mitnehmen kann, weil er unmittelbar in meiner Nähe stand. Oder ich mache jetzt mein erstes Bild von einem wilden Hirschen.
Ich habe mich dazu entschlossen, ich mache das Bild. Also durchgeguckt, scharf gestellt, abgedrückt. Er hört das Klicken der Kamera, geht mit dem Kopf hoch, guckt straight in meine Richtung, geht mit dem Kopf wieder runter. Ich denke so, wow. Ich habe die Kamera zu dem Zeitpunkt nicht auf Dauerfeuer stehen gehabt, wirklich Einzelbild. Er geht wieder mit dem Kopf hoch, bam, nächstes Mal ausgelöst. Er guckt wieder hoch und jetzt kommt eins und damit kämpfen die Fotografen überall. Egal wie ich getan bin, egal was meine Hände machen und so weiter, guckt das Tier in der kompletten Tarnung, im Niemandsland, in ein großes schwarzes Loch, in die Linse. Und die Linse frontal von vorne kann man in Anführungszeichen nicht tarnen. Wir haben zwischenzeitlichen Weg gefunden, beziehungsweise wir arbeiten gerade an einer selbstentwickelten, ganz primitiven Technik, mit der wir denken, schon die ersten positiven Erlebnisse gehabt zu haben. Aber das müssen wir jetzt wirklich noch ein bisschen feintunen. Das ist ein Riesenhandicap. Eine runde Linse direkt in die Richtung von einem Tier zu heben, sorgt immer für Spaß. Was auch ultimativ Spaß macht, wenn man die Volltarnung anhat und latscht, weil der Weg von A nach B jetzt nicht sonderlich weit ist, aber man weiß, die Tiere sind heute gar nicht da, also sind die Chancen, sie da drüben zu finden, viel größer, dass man sich dann doch mal in eine Richtung bewegt, um da einen Anschlag zu gehen, in der Hoffnung, dass sie da auftauchen. Wenn man da unterwegs Fußgängern entgegenkommt, die Hunde dabei haben. Das Krasse ist, ein Hund erkennt, wir haben die Hauben unten, wir haben die Hände frei. Das heißt, von Kopf bis Fuß erkennt der Hund diesen menschlichen Umriss nicht. Er kennt nur ein schwebendes Gesicht und Hände. Und da haben wir so viele Hunde schon völlig durchdrehen gesehen, weil die das nicht verarbeiten konnten, was da gerade passiert. Da schwebt einfach nur ein Kopf, so sieht das für einen Hund aus. Und da haben wir schon die ersten Erlebnisse gehabt. Natürlich, man kommt mit Leuten ins Gespräch, man wird immer wieder angesprochen. Manche haben Angst, ganz klar. Und da muss man schon mit dem Grinsen im Gesicht durch den Wald laufen, um einfach zu zeigen, ey, wir sind ganz, ganz nette Leute, wir machen nichts. Und die Kamera immer groß und breit präsentieren. Weil natürlich bei manchen, ich verstehe das auch, der Gedanke kommt, ach du scheiße Soldaten oder weiß der Geier was für Typen. Ne? Und ist halt eine ganz, ganz heikle Sache. Mit was ich schon gearbeitet habe, ist, zum Beispiel, wenn ich merke, das reicht mir nicht aus oder ich Bammel habe, dass die Tarnung für den aktuellen Moment oder da, wo ich anliege, zu gering ist, arbeite ich auch mit den Handschuhen und mache die dann mit so mit dem Band fest. Und das heißt, auch hier in dem Moment, wenn der Wind wieder weht oder sich dafür sorgt, dass das die ganze Umgebung sich bewegt, habe ich zumindest hier ein bisschen was. Wenn das jetzt hier vorne so ein bisschen über das Objektiv drüber ragt, gibt mir das in den Bildern so einen relativ weichen Rand. Wenn ich das nicht übertreibe, kann ich damit sogar arbeiten. Aber man darf nicht vergessen, das da kann unsere ganze Tarnung kaputt machen. Wenn dieser Bereich hier ist, der Mensch nimmt ihn nicht wahr. Ein Tier ist so getrickst und so gewieft, die wissen ganz genau, dass da irgendwas ist, was da nicht hingehört. Ich habe ja vorhin angesprochen gehabt, es geht um diese Gesichtsmaske, die unter anderem wirklich ganz wichtig ist. Und man sieht es ja auch bei uns auf den Bildern zum Teil, wenn wir in der Volltarnung unterwegs sind, wir machen uns ja auch einen Spaß, ne, da draus, dann ist es so, das ist so eine Maske. Und ich ziehe die mal kurz an, und zwar in der Variante, wie sie die beste Tarnung bietet, das heißt mit dem Gesichtsnetz vorne dran. Ja, so sieht das Ganze aus. Jetzt natürlich hier kaum Tarnwirkung im Zimmer, aber was jetzt natürlich für manche komisch ist, also es das heißt, ich sehe hier alles. Ich habe zwar so einen leicht verwaschenen Eindruck, jetzt, wenn es direkt über den Augen liegt, aber von außen, ich als Mensch oder das als Kopf oder als Gesicht, nicht mehr wahrnehmbar. Was jetzt natürlich gut machbar ist, kommt aber auf die Situation an. Wenn ich die Kamera jetzt im Anschlag habe, kann ich das Netz auch einfach über die Kamera legen und habe hier nochmal die Möglichkeit, einen Teil des Kamerabodies zu schützen. Kann man das hier natürlich so zurechtschubsen, wie ich es brauche, und dann passt es.
Das wäre jetzt also so eine Variante, wie ich zum Beispiel arbeite, wenn es wenn es nach draußen geht. Auch nochmal wichtig, wenn man dieses Thema 3D-Tarnung angeht, wir haben ja die typischen Farben, grün, braun, das sind ja so die Farben, die wir logischerweise draußen in der Natur immer wieder vorfinden. Jetzt ist es so, für uns Menschen wieder relativ egal, bin ich im Frühjahr unterwegs und ich habe viel kräftiges Grün, dann ist natürlich geil, wenn ich auch in der Tarnung viel von dem Grün oder von dem Grünanteil in meinen Klamotten habe. Zu der Zeit, in der ich am liebsten unterwegs bin, nämlich im Herbst, dann sind halt die Grünanteile etwas geringer und dann ist natürlich geil, wenn man sagen kann, okay, man hat auch da wieder seine entsprechende Anpassung. Deswegen ist es so, diese Menge an Tarnklamotten, wie sie gerade hinter mir hängt, das habe ich ja nicht für mich geholt, um sagen zu können, oh, ich bin hier der Coole, ich kann jeden Tag irgendwas anziehen, was in der Richtung eine Rolle spielt, sondern hier geht es ja darum zu sagen, wir wissen ja im Vorfeld, wo wir versuchen, uns hinzulegen oder wo wir in den Anschlag gehen und dass man da entsprechend aussuchen kann. Ich gebe mal ein Beispiel. Handschuh, viel, viel Grünanteil. Gleicher Handschuh, definitiv mehr Braunanteil. Und durch solche kleinen Abstufungen habe ich die Möglichkeit, mich immer ein bisschen an die Umstände, an denen ich arbeite, anzupassen. Das Blöde ist, wenn man alleine unterwegs wäre und ich sehe einen Bereich, wo ich denke, der wäre jetzt ideal, um in die Richtung shooten zu können, weil ich das Gefühl habe, da tauchen die Tiere auf. Könnte ich mich da im Schneidersitz hinsetzen, ich könnte mich aber auch hinstellen, ich könnte machen, was ich wollte, weil ich bin ja getarnt. So könnte man denken. Und genau da liegt auch wieder ein großer Fehler. Das heißt, ich muss mir die Umgebung genau angucken und dann muss ich für mich ausmachen, in welcher Form klemme ich mich da jetzt hin. Ich hatte wirklich auch schon stehende Anschläge, wo ich denke, das ist richtig cool, ich habe hier eine relativ gute Bewegungsfreiheit, zum Beispiel zwischen zwei richtig eng aneinander gewachsenen Bäumen. Ich hatte auch schon gespaltene Stämme, hinter denen ich in Anschlag ging. Und das war wirklich so. Natürlich, die widern das, die gucken auch. Ne? Hier ist irgendwo was Menschliches, aber ich sehe nichts, ich höre nichts. Und durch das, dass halt immer irgendwo Blätter sind, stehst du ohne weitere Tarnung direkt da hinten dran. Hast du das so ein Ding? Ich habe auch ein Bild, ich blende es mal ein. Da kannst du einfach hinterm Baum stehen und so hat wie es klingt, die Viecher raffen es nicht. Und das ist natürlich für uns extrem spaßig. Wenn man sich mit der Wildtierfotografie auseinandersetzt, wenn man wirklich sagt, man hat es jetzt mal auf eine Tierart abgesehen, wie gesagt, bei uns ist es Dammwild. Ich liebe Hirsche, ich liebe Rehe. Ich finde die so ultimativ, wenn man sie auch beobachten kann. Natürlich, wir fotografieren viel. Es hat aber schon so viele Momente gegeben, da waren die Kameras einfach weg. Da haben wir einfach für uns mal mitgenommen, was wir da gerade erleben. Und es sind zum Teil Geschichten gewesen. Eine kann ich mal kurz erzählen. Wir haben auf dem Kalender vom letzten Jahr als Titelbild, man sieht ein Weibchen da liegen und einen Menschen, wie es an ihr rumschlägt. Und dieses Spiel dauerte 45 Minuten. Ich lag nicht weit von denen weg. Sie kam aus dem Wald, hat sich mehr oder weniger vor mir eine Kuhle gegraben, hat es reingelegt. Auf einmal kam er und hat angefangen, sie zu bezirzen, am Ohr rumgeleckt, am Hals rumgeleckt. Und sie, ich habe es echt auf den Menschen umgemünzt, so dieses, nein, ja, so diese Arrogante und mich kriegst du nicht und so weiter. Und das Spiel hat sich ganz, ganz lang hingezogen, wie gesagt, in seiner Dreiviertelstunde. Er hatte zwischendrin dann den Eindruck gemacht, er würde gehen, also ist ein paar Schritte weggelaufen. Sie hat keine Reaktion gezeigt. Auch also nicht, was ich jetzt erkennen konnte. Also hat er wieder rumgedreht und hat versucht weiterzumachen. Nach einer Dreiviertelstunde ist er wirklich rum und ist langsam kerzengeradeaus weggelaufen. Und als er so vielleicht 10 Meter weit weg war, auf einmal kam von ihr so langer Hals. Sie guckt und so, wie der macht jetzt nicht weiter. Und das war für mich so, wie bei den Menschen auch. Ne? Er gibt alles und die Dame so, nö. Fand ich ultimativ. Für uns ist es natürlich dieses
Tiere beobachten, Tiere fotografieren, aber auch die Zeit überhaupt in den Wäldern zu verbringen. Ja, natürlich auch da, wo man als Waldgast vielleicht nicht sein sollte, aber muss dazu sagen, wir haben Genehmigung von den Jägern, von den Förstern oder ja, bei den Absprachen auch mit Jägern, weil jetzt darf man eins nicht vergessen. Wer denkt, er kann einfach mit den Tarnklamotten durch den Wald jumpen, vielleicht auch noch früh morgens, der begibt sich, und das ist kein Spaß, in Lebensgefahr. Wenn die Zeit ist, wo gejagt wird und ein Jäger irgendwo oben sitzt, der jetzt wirklich vorhat, da hinten raschelt es im Busch, ein Jäger wird im Normalfall nicht schießen, nur weil es raschelt. Er will schon sehen oder er wird schon versuchen zu sehen, was da gerade ist. Aber jetzt lassen wir es mal dumm laufen. Jetzt rennt einer da mit den Tarnklamotten durch den Wald. Da oben sieht einer, oh, da raschelt es, er geht in Anschlag. Und auf einmal kommt da irgendwas raus. Dann kann sein, dass sich ein Schuss löst. Und damit sollte man nicht spielen. Deswegen heißt auch für uns, bevor wir in den Wald gehen, wir machen telefonisch Meldung. Wie sieht es aus? Können wir kommen? Wir sind morgens um Uhrzeit X da. Ist es okay? Und dann bekommen wir ja ein Go. Und dann bekommen der Bereich der Jäger, da in dem Waldstück, wo wir unheimlich gern sind, sind viele Jäger, aber die sind untereinander miteinander verknüpft. Das geht dann über eine Gruppe und dann heißt alles klar, wir wissen Bescheid, ihr seid da. Und wir haben drei Bereiche, in denen wir uns aufhalten. Und wir sagen dann zum Beispiel, wir sind heute wahrscheinlich Bereich 1 und 2 oder 1 und 3 und dann wissen die in etwa. Sollte sich bei uns was ändern, kriegen sie auch wieder Nachricht. Und so ist es wirklich ein Hand in Hand zusammen mit Jägern und Förstern, um den Wildtieren auch wirklich nahe kommen zu können. Und man darf nie vergessen, wir dringen in deren Territorium ein. Und es ist für mich eine ganz, ganz schlimme Sache, und das habe ich auch schon beobachtet, dass auf einmal irgendwelche Jungs durch den Wald gehechtet sind, auch bewaffnet mit Mordstechnik. Die sehen, da rennt ein Hirsch und dann geht es darum, wir rennen hinterher, wir schneiden den Weg ab. Das ist einfach zu viel Rambo geguckt. Wir gehen den Anschlag, wir bleiben da, die Tiere bestimmen für sich, was sie machen und entweder haben wir Glück oder wir haben kein Glück. Aber dieses dem Tier hinterherrennen oder versuchen hier das Vieh einzukesseln oder sowas, geht in meinen Augen gar nicht. Ich habe auf viele gute Bilder verzichtet, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte nicht, dass das Tier wegen mir, wegen meiner Bilder in Aufruhr gerät, vielleicht in Stresssituationen verfällt oder was. Ich möchte keinem Tier schaden. Wenn es sich ergibt, dass ich Bilder machen kann, mache ich Bilder. Aber nicht über Leichen oder nicht über irgendeine Geschichte, die dem Tier schadet. Ist für mich ein Unding. Und in dem Sinne, wer Interesse hat an der Wildtierfotografie, darf mich gerne anschreiben, ist überhaupt nicht das Problem. Nur die Leute, die wirklich sagen, so ah, cool, Tarnklamotten und hier durch den Wald, bin ich der falsche Ansprechpartner. Ist nicht meine Welt. Bei mir geht es immer ums Tier. Zum Wohl des Tieres, auch wenn ich selbst ein Eindringling bin. Das, was ich mache, ist natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber so wenig wie möglich schaden. Das ist eigentlich das, auf was wir raus wollen. Und so bekommen wir auch solche Bilder hin, wie wir sie dann veröffentlichen. In dem Sinne, danke fürs Zugucken. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.